Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Weck and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge, und leider ist sie schon ein paar Tage her, weil ich knapp anderthalb Wochen mit Grippe flachgelegen habe, haben wir meines Wissens nach diesen Zweig bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Weil der Typ nämlich gerade so schön neben mir steht. Ich glaube, das war die Szene, wo wir, ja, beziehungsweise unser Vorfahre hier rechts, glaube ich, hat er sich jetzt versteckt, wo wir gegen die beiden Kerle gewonnen haben, das Rennen gewonnen haben. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr so die Ahnung, was wir jetzt eigentlich alles gemacht haben. Da war noch ein Aufgabenheft, genau. Erfahrungsberichte zum Fangen von Kaninchen. Ah, ja, genau. Ja, genau. Kaninchenfalle. Aber wie macht man das jetzt? Das war natürlich jetzt die große Frage. Köder und etwas, was den Köder an Ort und Stelle hält. Mit einer Art Fernauslesermechanismus. Okay. Wie können wir einen Köder bauen? Das ist jetzt die Frage. Es waren Kaninchen, oder? Was wir fangen wollten. Also da wäre die Karotte natürlich nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, das wäre natürlich auch nicht schlecht, das Schmetterlingsnetz. Wir gehen noch mal eben zu dem Punkt, wo wir das Kaninchen gefunden hatten. In der Zwischenzeit. Will you stop whining and just tell me where you went? I demand to exact vengeance upon him. I demand to put Ruthless Unbound into action. Wait. You actually gave your revenge its own name? Yes, what of it? No, just checking. Ja, jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir jetzt tatsächlich da hingehen sollten. Oder laufen wir dem Typen jetzt? Kann man da jetzt reingehen? Nee, ne? The note reads, Dear Patients, my medicine shack is temporarily closed while I, MD Abraxas, am attending another glorious hunting expedition. Come again soon. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, doch im Moment über die Straße, glaube ich, kommen wir da hin. War das jetzt hier? Ah, ja, genau. Die Luke ist offen. Okay. Ja, damit wäre das Kaninchen wieder weg. Die Frage ist jetzt. Luke ist nur zum Reingehen. Hier kann man. Moment, man konnte doch. Genau, man konnte doch hier. Luke. Ah, Moment, da unten kann ich reingehen. Oben kann ich. Ah, okay. Ja, das bringt uns aber nicht allzu viel. Aber wir müssen ja irgendwie das Kaninchen fangen. Also entweder müssen wir die Luke öffnen und das Kaninchen irgendwie anloggen, sodass das in das Loch quasi reinfällt. Das wäre vielleicht kein schlechter Ansatz. Die Frage ist natürlich... Ranken. I don't think they go together. Yeah. Maybe they could both be part of the trap, but separate parts. Ah. Beide separate Teile, okay. Karotte und Stock. Maybe wir they nicht. Could both be part of the trap, but separate parts. Okay. Wie kann ich denn die Ranken? Ah, Moment. Et voilà! Ah! That okay. is one perfect set of a trap remotely contraption. Now, if I could only combine it with a bait contraption. Ja, das versuchen wir jetzt. The trigger mechanism looks done. I think I need to construct the bait part separately. Okay. Das heißt was? Können wir das hier irgendwie kombinieren? Doesn't seem to work. Nee. Können wir... Was ist denn mit dem... Moment. Das ist bestimmt dafür, die Luke aufzuhalten, oder?
dass sie dann zugeht, also dass das Kaninchen, Moment, die machen wir mal auf. Können wir das jetzt irgendwie hier? I don't think the trap is finished without a bait. Ja, ja, aber die Karotte willst du ja nicht. The trigger mechanism looks done. I think I need to construct the bait part separately. Köderteil. Oder sollen wir die irgendwie hier mit? Nice. This is one perfect rabbit bait contraption. Looks like half of a rabbit trap to me. Now, if I could only combine it with a trigger contraption. Ja, probieren wir mal. Boom. Ach du Scheiße. Okay. A baited rabbit trap, complete with its very own remote controlled activation mechanism. Okay, und wie mache ich das jetzt? Also, das Kaninchen ist ja jetzt gerade nicht da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das überhaupt wiederkommt. Ich würde sagen, wir gehen doch mal kurz in die andere Straße und gehen wieder zurück. So, dann ist das Kaninchen ja wieder da. Obwohl, das Kaninchen ist weg, sobald ich ans Loch rangehe, oder? Können wir das... Yeah, this will do nicely. Just give me a moment to set up this remote control beauty. Okie dokie, let's do this. Viel später. Okay, so it's not quite the rabbit onslaught I was hoping for. Später trotzdem. Maybe if I try a mating call. Ah, ja, 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 ja. Rub, rubber, hub, hub. Genau, das hat er gesagt. Rub, rubber, hub, hub. Rub, rubber, hub, hub. Gotcha. Perfekt. So, jetzt müssen wir aber eigentlich hier runter. Die Frage ist jetzt, ist der Alien Terminator noch da? Wir probieren es trotzdem mal aus. So good to see you again. This awful robot character was here asking for you, looking to avenge his brother. Crapulous. I'd better get a move on. Okay. So. Was war das eigentlich nochmal? Achso, Muschelhorn, genau. Können wir euch jetzt kombinieren? I don't think my work here is done. I wonder what that caveman in my office is up to right now. Der Urmensch in seinem Büro. Ja, gucken wir mal nach. Aber da können wir normalerweise nichts machen. Ja, der Urmensch in seinem Büro, der steht dumm rum. Der hatte auch eine Aufgabe, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, der musste rausgehen eigentlich. Scruff Boy, which floor would you like to go to? Bring mich an die Spitze. Dieser Urmensch ist nicht zu bremsen. Die unterste Etage. Das hat man, glaube ich, aber schon mal ausprobiert. Bottom ne? floor, please. Bottom floor it is. But first... Let's just make sure you truly are an employee here at Mediocre IT. Using an amazing 1 gazillion megapixel face scan. Facial scan failed. All my megapixels tell me that you do not work here. Hm. Ja. Hier konnte man, glaube ich, auch nichts anderes machen. Butter, Kaffeemaschine. Da hatten wir ja schon alles durch. Nee, dann wechseln wir nochmal auf Justin. Du willst also noch nicht die Zeitmaschine benutzen. Was möchtest du denn benutzen? Den Kaffee vielleicht. Smells like QP42 made a powerful brew. I'm not really in the mood for coffee right now, though. Der Tote vielleicht? Vielleicht kann man ihn ja mit Kaffee wieder zum Leben erwecken. Ich glaub's ja nicht, aber... Nah, I'd better hang on to it. Okay, okay. Dosen hatte ich mir auch schon angeguckt. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Glasscherbe. Moment, was ist das? Knopf? Knopf hatte ich, glaube ich, schon gedrückt. Damit ging das hier auf, ne? Die Glasscherbe...
Habe ich mir auch schon überlegt, ob wir da die Glasscherbe vielleicht nochmal aufheben müssen, dass wir da irgendeinen Trick für benutzen müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste allerdings jetzt auch nicht, wie. Können wir mit dem Schmetterlingsnetz probieren? Nah. Nee. Schaufel? Let's try something else. Naja, gut, okay. Weil ich befürchte nämlich, dass das eventuell zu dem Raumanzug gehört. Nah. Na gut. Dann nicht. Können wir mit dir nochmal reden? Hey, Holographic Bob. I told you I'd be back. You did, yes. So, ist das Ding auf meiner linken Seite eine Zeitmaschine oder was? So, is that thing to my left a time machine or what? Yes, the Transgalactic Travel Agency included 3 interesting eras to visit while on this planet. It's a genuine Chronosphere 3K model, you know. Its power source didn't survive the crash, though. But I did tend to it as soon as I regained consciousness, and I managed to come up with a new power source, a rodent-driven contraption of my own design. Quite ingenious, if I may say so. Oh, I'm sure. You seem unimpressed. No, no, not at all. Though, to be fair, when I realized I was trapped in here, I kind of wished I had opted for a less earthbound power source. Yeah, I can see how that could be a problem. Okay. Anywho, thanks for the chat. Please don't go. I appreciate the company, you know. Oh, I'll be back soon, Holographic Bob. Oh. Oh, der, ja, vertraut mir aber nicht allzu sehr. Haben wir denn jetzt hier noch irgendeine Aufgabe drinstehen? Theoretisch müsste er hier drinstehen. Ne, hier steht gar nichts drin, oder? Okay. Also wir hätten noch eine Aufgabe. Ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß noch nicht, was mit dem Harz ist. Ob wir das Harz irgendwie nochmal abbekommen. Vielleicht können wir irgendwie so einen Notruf absenden, dass die mir das Harz holen. This is the Biphonic Robotics Hotline, as seen on a Smash It Show, Agent Ruthless, no less. Defekte Einheit, ja, das bringt uns ja jetzt im Moment nichts. I need to send out a general distress message. So, what's up? Nur ein Scherz. Just pranking, okay. Nothing to report at the moment. Oh, you had me all excited there for a while. Vielleicht können wir es nochmal mit der defekten Einheit versuchen. I'd like to report a faulty unit, please. I see. Could you tell me the serial number of the faulty unit, please? Ist der das? MT-36? MT-36. Oh, that agent has already been taken out of circulation, I'm afraid. Good old MT-36. Obsessed with interrogation, he was. He was recently liquidated by another agent, and a particularly mean one at that. I don't recall the agent's name, but I wouldn't mess with that guy. Okay. Sorry, don't have one. Na gut. Have a good day. Any day in service of the Pyphonic Empire is a good day, sir. Ja. Gymnastics. The strongest gum in the galaxy. You need lungs of steel to blow any bubbles with it. But when they pop loud. Was ist denn das nochmal für eine Visitenkarte? Justin Wack, so. IT Support Technician. It has all my personal details on there. Aber die kann man nicht mit dem Harz irgendwie benutzen, oder? Doesn't seem to work. Nee, offenbar nicht. Haben wir denn hier unten vielleicht noch irgendwas übersehen? Kaffee, die Liste, Banner. Mir irgendwas, womit wir das Wasser auffangen. Ja gut, den Kaffee hätten wir, aber. It's still not fully powered up.
Ja. Der scheint irgendwie komplett vergiftet zu sein. I sure hope I didn't do any permanent damage to the poor guy. Okay. Da kann man nur reinschauen, aber da war ja eigentlich nichts. I don't think I'll be able to get that thing open. Ja. Ein Stein vielleicht benutzen? Doesn't seem to work. Hm. Good old QP-42. Still charging the Interatron 300? Maybe it's some kind of mechanical rigor mortis. Vielleicht den Stein mit ihm benutzen? I think I'm gonna hang on to it. Okay. Also benutzen mag er wohl nicht, sondern er will die Sachen immer nur abgeben. Okay. Ja, und wie das so schön heißt, man soll immer mal alles zusammen ausprobieren. Let's not combine those. Das haben wir. Na gut, das I don't think they go together. Ja, das ist mir schon I don't klar. Think they go together. Hätte ja sein können, dass man da oh, Moment, Weg? Ach so, das war hier das, okay. Hier haben wir auch nichts Neues, das haben wir alles schon gemacht. Mit denen haben wir, soweit ich weiß, schon gesprochen. Den haben wir uns auch schon angeguckt. Wollen wir vielleicht nochmal mit denen sprechen, oder? Hey, don't ever do it, kiddo. Nice dino suit, though. Ja, die reden nicht wirklich mit uns. I know K-folk haven't really learned to speak yet, but your son is making me feel a bit inadequate and weak here, though, admittedly. This is not an entirely new feeling for me at the gym. Ja, gut. Oh nein, Hilfe. Jetzt war ich gerade im anderen Monitor, ich konnte nichts mehr machen. Gut. Beziehungsweise nicht gut, weil wir jetzt hier so ein bisschen festhängen. Da ist auch immer noch keiner da. Da ist halt nur noch die Trulla von der veganen Kindertagesstätte. Hey, is it true what that strange fella said? Huh? What did he say? He said that you're from the future, and that we dinosaurs will soon go the way of the Diploceraspis. Hey, I'm just a cavey. I don't really know stuff. Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Aber wir haben keine well, neue... Thanks for the chat. Keep it vegan, cavey. Haben wir denn hier irgendwas Neues? Apfel, Kleidung, Aschenbecher, können wir den eigentlich nehmen? An ashtray? No wonder these guys went extinct. Was haben wir denn hier? Yep, this guy is drawing up plans and schematics for catching animals, all right. I scribbled down the details in my notes. I wonder if it has picked up any of what the sleeping cavey is dreaming about. Probably dreams of hunting and feasting on meat. Hmm. No reception. No surprise there. Kann ich vielleicht jetzt irgendwie Notruf senden, so nach dem Motto, das hinter mir her? Robotics Hotline, as seen on a smash it show, Agent Ruthless, no less. I need to send out a general distress message. So, what's up? No. Just pranking. Nothing to report at the moment. Oh, you had me all excited there for a while. Have a good day. Any day in service of the Pyphonic Empire is a good day, sir. Ja, bei mir jetzt gerade nicht. Kohlekessel, damit konnte ich aber letztes Mal auch schon nichts machen, ne? There's cold water in the pot. Kaltes Wasser im Kessel. Ja, vielleicht. Ja. One water coming right up. Okay. A snazzy looking mug filled with water.
Ach so, und wenn ich zur Kaffeemaschine gehe, dann kann ich da Kaffee reintun, oder wie? Hm. I think that coal needs some lighter fluid. Aber ich habe nichts, womit ich da irgendwie Blase. The coal isn't even hot. Hm. Okay. Schauen wir hier nochmal rein, ob wir da noch irgendwas sehen können. Crapotulous! That's a lot of hunting trophies. Ja toll, das war jetzt das Einzige, was er jetzt sagt, oder was? Wieso war da jetzt gerade? Gehe durchs Fenster, oder was? If I ever needed to break into that place, I would need something really strong to bend those bars. I can still have a look at what's in there, though. Ah, er braucht was Großes, Starkes, um einzubrechen. Aber wahrscheinlich wird er nicht mal einen Stein nehmen, oder? Also den Felsen. Nah. Nee. Na gut, die anderen Sachen, die sind jetzt nicht besonders groß und stark. Hm, hier ist auch nichts mehr. Da ist nur noch das Schild, das. Da gehen wir nochmal eben hin. Den wollten wir ja nicht stören. Oh, Sonnenblume. Not sure why I picked this up, really. Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht mag die gute Dinosaurier-Dame. Oh, Erde? There's a lot of buried coal down there. Ah, Moment. Let's try something else. Schade. Hätte ja klappen können. Wenn später nichts nennt, wird es wahrscheinlich eher nichts. Okay. Kann ich auch nur. There's a lot of buried coal down there. Ja, vergrabene Kohle, aber was bringt mir die vergrabene Kohle? Also theoretischerweise müsste ich damit ja auch irgendwas anfangen können. Und die Frage ist jetzt, bringt mir das mit der Blume was? It looks very occupied. By the looks of those feet, I'm not sure I want to disturb whoever is in there. Ja, ja, ja. Du sagst auch nichts Neues. Ist gut. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit von dieser Episode und haben nicht allzu viel diesmal gemacht. Aber ich stecke hier auch irgendwie gerade ein bisschen fest. The measurements look surprisingly accurate. Da kann ich auch nur die Glocke nochmal. There's no longer any need to. Ja, meine ich mich auch nochmal, ist wahrscheinlich schlecht. Ich würde jetzt schon fast sagen. Also es kann natürlich sein, dass wir tatsächlich bei Claude weitergucken müssen. Eins probiere ich vorher noch aus, und zwar Moment. Ich glaube zwar nicht, dass der die möchte, aber wenn wir gerade schon mal hier sind. Ah nee, kann ich auch gar nicht abgeben. Okay. Na gut. Vielleicht kann ich die an einen von den Jungs abgeben, die ich eben gesehen hatte. Ah nee, Moment, hier ist die. Vielleicht mag sie ja Blumen, ich weiß ja nicht. Nah, I'd better keep it. Schade. Ein Glas Wasser? I think I'm gonna hang on to it. Let's try something else. Vielleicht kann man denn irgendwie. Nah. Doesn't seem to work. Okay. Not sure why I picked this up, really. Ich weiß, ich weiß. Nah. Kannst du den anziehen? The glass helmet is broken. Ja, kannst du trotzdem anziehen. Ich meine, ne? Ja. Was ist mit dem? Den konnten wir auch nochmal. Vielleicht Kaugummi? Nah, I'd better keep it. Ich weiß es ja nicht. Nah, I'd better hang on to it. Ja, du sollst es ja auch nicht abgeben. Vielleicht kannst du ihm deine Visitenkarte geben. I think geben. I'm gonna hang on to it. Okay, Glas Wasser? Nah, I'd better keep it. Sonnenblume? Nah, I'd better hang on to it. Ach, ihr könnt mich doch mal. Dann gehe ich ja wieder raus. So. Na gut, dem Typen kann ich jetzt natürlich auch nicht. Obwohl, vielleicht mag der ja Sonnenblumen. Da könnten wir noch mal eben nachgucken.
Bitte schön. Eine Sonnenblume für dich. I'd better keep it. Ach, ihr könnt mich doch alle mal, ganz ehrlich. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich hänge jetzt hier gerade im Moment ziemlich fest. Mysteriöse Zeitmaschine. Hier links ist sonst nichts mehr. Moment, da ist noch ein Knopf. No, no, please don't do that. There's no way of knowing whether the power will ever be able to come back on again. Which would mean the end of my sorry existence. Oh, okay. Okay. Also, wir werden hier erstmal die Folge beenden, würde ich sagen. Wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir mit Claude noch was machen können. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne mal diese Hilfsnotiz benutzen. Einfach nur, weil es mich wirklich mal interessiert, wie diese Hilfe überhaupt aussieht. Ne, Moment. Halte die Leertaste gedrückt, benutze das Mausrad. Frag mich nach Tipps. Ach so, ich bin im Menü. Ah, Moment. Ich bin im Menü. Das Hinweis-Chat, das müsste das sein. Howdy, Player. How can I help? Ich stecke irgendwie fest. Hast du einen Tipp für mich? Hinweise kommen mir wie Betrug vor. Bitte biete mir keine an. Ja, grundsätzlich möchte ich das auch nicht, aber ich möchte es auch gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Let me see if I've got something to help you out. What topic would you like a hint about? Verlasse das Büro und erkunde diese neue Welt. Vervollständige das Dating-Profil. Überliste den Aufzug, genau. Okay, hang on a moment while I snoop around a bit. Okay, now to avoid feeling like we're cheating, I'm gonna type my hints rather than saying them out loud. That way, I technically haven't told you any secrets. Okay, here's the hint. Doch, technisch schon. Kameras mit zu vielen Megapixeln können alles erkennen, wenn es nur einen Weg gäbe, sie dazu zu bringen, mehr verpixelt zu sehen. Okay. By the way, sometimes it helps to ask the same question again. Okay. Also, wir sollen die Pixel ausschalten. Ja, das, ich will hier eigentlich jetzt gerade raus. Ich will. Achso, Moment, hier geht's noch runter. Sieht aus, als müsste ich die Google-Maschine oder eine Komplettlösung zu Rate ziehen. Sieht aus, als müsste ich stattdessen auf Discord einen Tipp fragen. Okay, ich sag erstmal vielen Dank. You're welcome. Aber ist schon irgendwie cool gemacht. Also gerade an der Stelle, es hat mir zwar überhaupt nicht weitergeholfen, nicht so richtig. Ich habe ja auch irgendwie gar nichts, na gut, ich kann ja auch nichts rüberschicken, so wie in Manic Mansion. Also ich würde wirklich sagen, dass wir dann in der nächsten Folge mit Claude weitermachen, dass wir da nochmal ausprobieren, was wir da machen können. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!